Noch ein Krieg, den wir gewinnen müssen. Schwieriger ist nur, den Frieden gewinnen. Ja, die Katastrophe in Israel kam wie ein Hammerschlag aus dem Nichts. Draft Resolution 1 is adopted. Oder war es doch eher Fausthieb? There you go, little fist bump. Nein, nichts von alledem. Das waren nur zwei von vielen Vorgeschichten, zwei Geschehnisse, die ja eigentlich genau das verhindern sollten, worin sie jetzt verrecken. Also die erste. Im Dezember vorigen Jahres verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution über Palästina. Für die israelische Regierung der übliche ESC der Antisemiten aus aller Welt. Israel ist ja Kummer gewohnt und amtierender Weltmeister im Verurteiltwerden bei den UN. Das penetrant und immer wieder nicht gelobte Land weist dabei allerdings die Richtigen unter den Falschen. Zuverlässig stimmen jedes Mal Russland, China, die komplette Arabische Liga und noch ein paar andere gegen Israel. Verlassen kann sich der jüdische Staat auf die Amis, die Deutschen und erstaunlich genug durchaus nicht mal alle Europäer. Was für eine Resolution gegen Israel kann das eigentlich sein, der Länder zustimmen wie Belgien, Irland, Luxemburg, Malta, Polen, Slowenien, Türkei? Israels Regierungschef Netanyahu hatte sogar extra vorher noch davor gewarnt. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Saturday called the vote despicable. He said the Israeli people are not occupiers and would not be bound by the resolution. Israel sei kein Eroberer und an die Resolution ähnlich gebunden. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag möge ein Gutachten erstellen über die Besetzung, Besiedlung und Annexion palästinensischer Gebiete seit 1967. Und der Gerichtshof möge ansagen, welche rechtlichen Konsequenzen daraus erwachsen für die Völkergemeinschaft. So wurde es mehrheitlich beschlossen. Draft Resolution 1 is adopted. Dieser Hammer ist keiner. Israel hat die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs immer wieder abgelehnt und ist wie die USA gar kein Mitglied. Deutschland wiederum zählt zu den 55 UN-Staaten, die Palästina gar nicht als Staat anerkennen. Und deswegen gibt die Bundesregierung, anders als viele andere, keine Stellungnahme zum Gutachtensverfahren ab. Fist bump. There you go, little fist bump. Vor gerade mal 3 Wochen versuchte US-Präsident Joe Biden, ein Annäherungsabkommen anzubahnen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Es gibt solche Abkommen, eins hat sogar Trump verhandelt, mit Ägypten, Bahrain, Marokko, Sudan, Jordanien. Der Premium-Schurkenstaat Saudi-Arabien gilt als Großsponsor der Palästinenser. Ein Deal, also Saudi-Arabien-Israel, könnte ihnen möglicherweise Erleichterung bringen. Oder sie sehen das als Verrat eines Freundes und schlagen los. Die Hoffnung, Israel zu Zugeständnissen zu bewegen, sind hinfällig. Die Hoffnungen, Israels Feinde zu bekehren, auch. Wenn es einen Weg raus aus dieser Katastrophe gibt, hilft es manchmal, den hinein anzugucken. Das, rot markiert, sind die Geländegewinne der russischen Armee seit Januar diesen Jahres. Und das sind die Eroberungen der ukrainischen Armee seither. Und so übereinandergelegt stehen die beiden einander gegenüber. Die New York Times hat aus Zahlen des Institute for the Study of War errechnet, was die Frühjahrs-, Sommer-, Herbstoffensiven ergeben haben. Nichts, schreibt sie. Und wir schalten rüber nach Washington. Genauer gesagt sogar nach Greenwashington. 2001 empfahl unser Unterförster Günther erstmals, sich Umweltprobleme einfach schön zu saufen. Da gab es einen klaren Konter zu aus Essen. Stauder tut nichts für den Regenwald, aber für den Sport, womit sich die Produktinformation spielerisch und für immer von irgendwelchen Inhalten, es ist lecker, das ist billig, das ist gut, interessiert keine Sau, befreit haben. Es gibt ja eigentlich 2 traditionelle Grundkategorien in der Werbung. Also entweder bewährt. Persil. Da weiß man, was man hat. Oder neu. Ja, energieverstärkt. Und jetzt gibt es eine dritte, neue Dimension von Werbung. Und die hat sich anfangs noch so ein bisschen geniert und so argumentumschleiert gesagt, ja, irgendwie gut für die Umwelt. So kannst du Energie sparen. Teste die neuen Persil-Discs. Kritische Verbraucher ahnen aber, das Produkt ist so teuer, nutzlos, schädlich wie eh und je und greifen beherzt zu. Denn jetzt hat die Plörre, die Pampe, der Schlamm eine Haltung. Bei komplett rottigen und völlig unverkäuflichen Produkten darf es von dieser Haltung auch schon mal was mehr sein. In der Bundeswehr arbeiten 240.000 Menschen. Einer von ihnen ist Jörg Diltay.
Fahrkarten, bitte. Hört schon wieder. Allerdings leben wir in einer Zeit, in der die Popkultur sanft nach rechts ausgreift. Das fing zunächst harmlos an. Ging hirnlos weiter und berechtigt ja jetzt wohl zu den schönsten Hoffnungen. Von Greenwashing über Haltungswerbung zu Brownwashing. 20% auf alles, was keinen Führer hat, außer Tiernahrung. Schreibt in die Kommentare, welche Produkte ihr im Verdacht habt, die als nächstes ganz lieb gehabt werden wollen, weil sie deutsch sind. Heute raten wir mal nicht den besten Schlagzeuger der Welt, sondern den besten Schlagzeuger der Welt. Sein Todestag ist am kommenden Montag, und zwar der 50. Also nicht Montag der 50., sondern leider der 50. Todestag. Ich trommel das mal kurz auf meinem Drumkit hier vor, einen seiner größten Erfolge. Aber viel besser kann das natürlich auf seiner Gitarre unser bester Schlagzeuger der Welt, Jürgen Friesenhahn.